SWR1 Rheinland-Pfalz, wenn es einen Namen gibt für Völkermord, für Folter, für Menschenversuche, für eine wirklich brutale Vernichtungsmaschinerie, dann ist es der Name Auschwitz. Über 1 Million Männer, Frauen, Kinder wurden hier brutalst ermordet. Vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit und es ist mir eine große Ehre, heute bei Esther Bejarano zu Gast zu sein, die Auschwitz überlebt hat, weil sie nicht so gut zu Fuß ist. Mehr sind wir heute bei ihrem Wohnzimmer eingeladen. Ich bedanke mich dafür herzlich und freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben, hier in Leute zu sein. Mhm. Okay. Frau Bejarano, wir haben vor 7 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Da war die politische Landschaft in Deutschland noch mal eine andere. Da sprechen wir später noch mal drüber. Ich kann mich aber vor allen Dingen daran erinnern, dass Sie mit zarten 87 damals noch mal drüber nachgedacht haben, sich ein Auto zu kaufen. Haben Sie es gemacht damals? Ja. Allerdings, ja. Aber jetzt mit 95 fahren Sie nicht mehr? Nein, nein. Was Sie aber noch machen, Sie treten mit der Microphone Mafia auf, ja, mit der Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia. Ja. Und Sie gehen noch an Schulen, ja, um mit Schülern darüber zu sprechen, was damals passiert ist im Dritten Reich, um eine ganz neue Generation, die das oft noch nicht mal mehr von Großeltern gehört hat, darüber aufzuklären. Wie reagieren die Schüler auf Sie, wenn Sie an die Schulen kommen? Also die Schüler reagieren sehr, sehr gut. Es ist also eigentlich, kann ich sagen, noch nie vorgekommen, dass irgendjemand gemeutert hätte oder irgendeiner von den Schülern gesagt hätte, wir wollen das jetzt nicht mehr hören, wir haben ja damit eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Und ich sage immer den Schülern am Anfang, ihr habt nichts damit zu tun, ihr habt keine Schuld daran, was damals geschah. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr über diese Geschichte, die es damals leider gab, ja, nicht Bescheid wissen wollt. Ja? Ihr müsst alles wissen, was damals geschah. Denn wenn ihr das nicht wisst und wir so eine Situation haben, ja, wie zum Beispiel heute, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in der ganzen Welt eigentlich, und sich der Faschismus wieder stark machen will, ja, dann muss man etwas dagegen tun, ja, damit so etwas nicht nochmal wiederholt werden kann. Ja. Was stellen die Schüler Ihnen für Fragen? Bitte? Was stellen die Schüler Ihnen für Fragen? Also ganz allgemeine Fragen natürlich, wie ich das überlebt habe, wie der Tagesablauf in Auschwitz war, was man zu essen bekommen hat und so weiter. Eben alles Sachen, die Schüler wissen wollen und die ich ihnen ja auch schon vorher, ja, aus meinem Buch lese, ja, und dadurch sie auch schon damit bekannt mache, ja, was sich so abgespielt hat und wie schlimm das damals war. Ja, das lese ich Ihnen erstmal vor und hinterher können die Schüler mich fragen, ja, und wenn sie noch irgendwelche Fragen haben, die ich natürlich dann beantworte. Aber dass, ja, ein Schüler Auschwitz geleugnet hat, das haben Sie noch nicht erlebt? Nein, nein. Nein, nein. Ich habe einmal erlebt, dass ein ausländischer Schüler, also ein Palästinenser, ja, hat zu der Lehrerin gesagt, wenn die Frau Bejarano kommt, das ist eine Jüdin und das ist eine Feindin. Ja. Und wenn die in die Schule kommt, das kann ich einfach nicht akzeptieren, dann müssen sie sie ausladen. Ja? Da hat die Lehrerin gesagt, na also, das kann ich natürlich nicht. Ich kann nicht die Frau Bejarano ausladen. Sie ist eine
eine Zeitzeugin, ja. Aber ich kann dir sagen, wenn du nicht dabei sein willst und nicht hören willst, was sie zu erzählen hat, ja, dann kannst du in dieser Stunde wegbleiben. Ja. Das war dann. Ist er gekommen, der Schüler? Der Schüler ist aber dort geblieben. Ja. Und durch unsere Unterhaltung, die ich dann mit den Schülern hatte hinterher, da erzähle ich ja auch manchmal über Israel, weil ich habe ja später in Israel gelebt. Und ich erzähle den Schülern auch, warum ich aus Israel wieder weggegangen bin, ja, mit meinem Mann, mit der ganzen Familie. Und warum ich ausgerechnet nach Deutschland gekommen bin, wo ich ja vorher so viel erlebt habe, ja. Und wo meine Eltern ermordet wurden und wo meine Schwester ermordet wurde. Das erzähle ich dann alles den Schülern. Und er hat das mitgekriegt. Und dann war alles zu Ende. Und ich habe dann im Foyer hab ich, gesessen und habe gewartet, dass man mich abholt wieder und nach Hause bringt. Und da kam dieser Schüler, dieser Palästinenser, der kam dann an, obwohl ich das nicht wusste, dass er ein Palästinenser ist. Und ich wusste auch nicht, dass er nicht wollte, dass ich in die Schule komme. Ja, aber er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Bejarano, Sie haben doch sicher Hunger oder Sie haben Durst. Ich möchte Ihnen etwas zu essen bringen oder zu trinken. Und zufällig hat seine Lehrerin das mitgekriegt, ja, und ist dann zu mir gekommen. Also er hat mir was zu trinken gebracht. Ich wollte nur ein bisschen Wasser haben. Und dann ist diese Lehrerin zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Bejarano, da haben Sie aber was bewirkt. Das ja. ist ein schöner Erfolg. Ne? Ja. Absolut. Da haben Sie was bewirkt. Weil er wollte es erst nicht, aber hinterher hat er sich eines anderen besonnen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Schüler auch fragen, nachdem sie die schrecklichen Erzählungen von ihnen hören, wie können Menschen sowas tun? Wie können Menschen zu solchen Bestien werden, dass die anderen Menschen sowas antun? Tja. Haben Sie für sich darauf eine Antwort gefunden nach 95 Lebensjahren? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man so etwas machen kann. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass eben, und es war auch so, ja, dass die Propaganda gegen die Juden, ja, und Ausländer dermaßen groß war und man alles Mögliche den Menschen erzählt hat, wie schlimm das ist und dass wir also ein Feind Deutschlands sind, ja, und dass man die irgendwie... irgendwas muss da passieren, ja. Und dann gab es eben Leute, die bereit waren, ja, zum Beispiel da mitzuhelfen, diese Menschen umzubringen, ja. Und es waren ja, das ist ein ganz klarer Fall, ja. Also das war so eine so ein Hass auf die Menschen, ja, und mit denen auf vorher uns. Aber friedlich zusammengelebt hat. Ja, und man hat früher hat man zusammengelebt. Ich habe das ja schon. Ich war ja damals noch ein Kind eigentlich, ja, und man hat mir verboten, in eine christliche Schule zu gehen. Wir sind alle rausgeflogen aus den allgemeinen Schulen. Ja, und die jüdischen Gemeinden in allen möglichen Städten haben dann jüdische Schulen errichtet, ja, damit wenigstens
die Kinder unterrichtet werden können. Die auch später geschlossen werden mussten, ja. Ja, das sowieso. Aber man hat erstmal, ist man in eine jüdische Schule gegangen. Ja? Und dann hat man erlebt, dass frühere Freundinnen oder Freunde, mit denen man zusammen in der Schule war, ja, oder mit denen man gespielt hat in der Freizeit, ja, dass die nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Das ist schrecklich. Ja? Und das war eine ganz schlimme Angelegenheit für uns Kinder. Ja? Man wollte einfach nichts mehr von uns wissen und wir waren total isoliert. Ja? Hatten Sie denn irgendjemand, irgendeinen Freund, der sich darüber hinweggesetzt hat, der zu Ihnen weiterhin gehalten hat? Ja, das gab es. Es gab einen Freund, den ich hatte. Und der hat sich geweigert, ja, nicht mit mir zu sprechen. Ja. Und der hat immer zu mir gesagt, Esther, ich bin auf deiner Seite. Ich möchte immer mit dir also spazieren gehen oder was weiß ich. Ja. Ich war damals vielleicht 12 Jahre alt oder so. Und das sind ja dann noch Zeichen der Hoffnung. Ja. Auch in so einer Zeit. Ja, aber meine Eltern haben gesagt, tu das nicht. Ja. Es ist gefährlich, sich auf der Straße sehen zu lassen, ja, mit einem christlichen Jungen, ja, oder mit einem sogenannten arischen Jungen, ja, außerdem war das so, dass die Eltern dieses Jungen, ja, der hieß Friedel, ja, die Eltern von Friedel waren große Nazis. Und die hätten das nicht wissen dürfen, ja, dass er eine jüdische Freundin hat. Ja. Umso mutiger von Friedel, muss man sagen. Und darum habe ich dann gesagt, du kannst nicht mehr mit mir zusammen sein. Ja. Wir können nicht mehr zusammen spielen, wir können nicht mehr zusammen auf der Straße rumlaufen. Das geht nicht, es ist zu gefährlich. Ja, und stell dir mal vor, deine Eltern erfahren das, das wird ganz schlimm für dich. Ja. Und meine Eltern haben mir das dann auch gesagt, haben gesagt, hör auf damit. Ja. Und so, er wollte das aber nicht. Bis zum 9. November 1938, als dann, das war ja der Anfang des Holocaust, ja, als dann diese schrecklichen Dinge passiert sind, dass jüdische Menschen in die Gefängnisse gebracht wurden, mein Vater auch, ja, und dass dann alle jüdischen Geschäfte demoliert wurden und dass die ganzen Synagogen in ganz Deutschland brannten, ja, da habe ich zu ihm gesagt, jetzt ist Schluss, du musst jetzt mich vergessen. Ja. Hm. Aber das waren ganz wenige, die sich danach gehalten haben. Nein, ja. Ganz wenige. Die meisten haben mitgemacht, die meisten haben gebrüllt gegen die Juden. Ja. Oder haben eben nichts gesagt und einfach. Oder sie haben nichts gesagt, sie haben geschwiegen. Ja. Sie selbst sind am 20. April 1943 nach Auschwitz deportiert worden. Mhm. Sie waren damals 19 Jahre alt. Hatten Sie im Entferntesten eine Idee, als Sie von Berlin dahin deportiert wurden? Ich war nicht 19. Ich war 43? Nee, ich war. Also ich war eben, bevor ich nach Auschwitz gekommen bin, ja, war ich 2 Jahre in einem Zwangsarbeitslager. In der Gärtnerei, ne? Ja. Haben Sie gearbeitet? Ja, nicht in der Gärtnerei, in einem Blumengeschäft, ja. Und da war ich 16 Jahre alt. Mhm. Und nach 2 Jahren bin ich dann nach Auschwitz gekommen, da war ich 18. Ja.
als Sie am 20. April 1943 nach Auschwitz deportiert wurden, da waren Sie 18 Jahre alt, hatten Sie im Entferntesten eine Idee, wo man Sie hinbringen würde? Wir wussten, dass es Auschwitz gibt. Ja. Warum? Weil in diesem Zwangsarbeitslager, in dem ich war, ja, das waren alles also die SS-Leute, ja, die haben das bewacht. Und die haben uns immer gesagt, wenn ihr die Arbeit nicht richtig macht oder nicht das macht, was wir euch sagen, ja, dann kommt ihr nach Auschwitz. Und wir wussten, dass Auschwitz ein Konzentrationslager ist. Aber wir wussten nicht, dass es ein Vernichtungslager ist. Ja? Wir haben auch nicht gewusst, dass man uns nach Auschwitz bringt. Sondern wir sind im Viehwaggon, ja, von Berlin aus sind wir eben auf Transport gegangen, so hat man das damals genannt. Ja? Und wir waren tagelang unterwegs. Ja? Kein Mensch hat gewusst, wohin geht es. Ja? Wohin bringt man uns? Ja? Wann haben Sie gemerkt, was in Auschwitz los ist, dass es ein Vernichtungslager ist? Das war so, dass wir angekommen sind dort. Und da gab es die sogenannte jüdische Rampe, ja, da sind wir angekommen, sind alle Transporte angekommen und dann haben da drei Männer gestanden, die zivil angezogen waren, ja, also keine SS-Kleidung, ja, sondern die waren zivil angezogen und wir haben gedacht, dass wir jetzt in ein anderes Arbeitslager kommen, weil das hatte man uns gesagt. Ihr kommt jetzt, also Neuendorf, da wo wir vorher waren, wird geschlossen, ihr kommt in ein anderes Arbeitslager. Ja. Dann haben diese drei Männer uns gesagt, so jetzt kommt mal raus aus diesem Zug, ja, und dann standen die da und sagten zu uns, alle diejenigen, ja, die nicht laufen können, ja, die krank sind, Frauen über 45 Jahren, ja, Frauen, die schwanger sind, ja, oder Frauen mit kleinen Kindern, ja, die sollen alle auf die Lastautos steigen. Da haben wir gesehen, da stehen Lastautos, die sollen darauf steigen, auf diese Lastautos. Die werden in das Arbeitslager gefahren. Ja. Da haben wir gedacht, na, so schlimm kann das ja nicht sein, wenn das irgendwelche schwache Leute, ja, die nicht laufen können und so, wenn die ins Lager gefahren werden, ja, dann kann ja das nicht so schlimm sein, nicht? Erst später, als wir schon in Auschwitz waren, ja, man hat ja auch, also wir sind durch ein Tor gegangen und dann fing erst mal da fingen die SS-Leute, die dort gestanden haben und uns sozusagen begrüßt haben, ja, die haben gesagt, so ihr Saujuden, jetzt werden wir euch mal zeigen, was arbeiten heißt. Dann fing die Schikane an. Ja, also ganz brutal, ja, und mussten wir in eine andere also in einen großen Raum, ja, der hieß, damals hat man das genannt, die Sauna, ja. Und da sind die ganzen Leute hingekommen, ja. Dann hat man uns
mussten wir uns ausziehen. Und das war also, diese ganzen Prozeduren brauche ich gar nicht alles erzählen. Demütig. Ja, die waren ganz, ganz schlimm. Aber viele von unseren Leuten, die mit mir zusammengekommen sind und die auch mit ihren Eltern gekommen sind, ja, haben nach ihren Eltern gesucht, ja, und sie haben, man hat sie nicht gefunden, ja. Es waren, wie man heute weiß, 15-20%, die zu Zwangsarbeit herangezogen wurden, die anderen wurden direkt ins Gas. Also die Leute, die auf die Autos gestiegen sind, sind alle in die Gaskammer gefahren, ja. Wir hatten das aber vorher nicht gewusst, ja. Wir haben gesucht nach diesen Leuten, als wir schon in Auschwitz waren. Sie selbst mussten dann Zwangsarbeit leisten. Wie sah die in Ihrem Fall aus? Was mussten Sie machen? Also ich musste ganz schwere Steine schleppen. Die waren so schwer, dass man das eigentlich gar nicht aufheben konnte. Die waren ja schon immer eine zierliche Person. Und man musste sie von einer Seite eines Feldes auf die andere Seite des Feldes bringen. Und am nächsten Tag musste man dieselben Steine wieder zurückbringen. Ja. Es war eine völlig sinnlose Arbeit. Ja. Anscheinend hatten die Nazis damals keine Arbeit für uns, aber ihre Devise war Vernichtung durch Arbeit. Ja. Und da hat man eben uns gesagt, also ihr müsst jetzt diese Steine da hintragen, am nächsten Tag wieder zurück. Ich war schon am Ende meiner Kräfte. Sie haben das 4 Wochen durchgehalten? Ja, ungefähr. Und wussten, wenn sie nicht mehr können, dann wird man sie erschießen. Ja, ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Ne? Dann kam das große Glück für Sie. Es wurden Musikerinnen gesucht für das Mädchenorchester in Auschwitz. Sie kommen aus einer sehr musikalischen Familie. Ihr Vater war Kantor. Sie selbst haben Klavier gespielt, sehr gut. Klavier gab es aber dann nicht in dem Mädchenorchester, sondern es gab nur ein Akkordeon. Und Sie haben gesagt, ich kann dieses Akkordeon spielen, obwohl Sie noch nie vorher ein Akkordeon in der Hand gehabt haben. Wie haben Sie das hingekriegt? Ich weiß das wirklich nicht mehr. Wenn ich nicht so ein gutes Gehör gehabt hätte, dann hätte ich das nicht geschafft. Also ein Akkordeon auf der rechten Seite, Klaviertasten. Das ging. Ich konnte das natürlich spielen. Diese Dirigentin, der ich gesagt habe, ich kann Akkordeon spielen, ja, obwohl das gelogen war, ja, die sagte zu mir, ja, dann spiel mir mal den deutschen Schlager vor, du hast Glück bei den Frauen Bellamy, ja. Diesen Schlager kannte ich, ja. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe schon so lange nicht mehr Akkordeon gespielt. Ich muss mich erst mal wieder reinfinden. Diese Dirigentin, die Frau Tschaikowska, ja, die sagte zu mir, geh mal in eine Ecke da. Ja. Das war in der Musikbaracke. Ja. Ich bin in eine Ecke gegangen mit dem Akkordeon, ja, und habe das ausprobiert. Ja. Man musste, also rechte Seite war überhaupt kein Problem, das habe ich natürlich sofort, konnte ich das spielen. Ich wusste nur, wie das funktioniert überhaupt. Ich wusste, man muss ziehen, ja, dann kommt ein Ton raus, ja. Ich hab großes Glück gehabt, dass das so ein Akkordeon war, dass nicht, wenn man zieht, kommt ein, und wenn man zieht, kommt ein Ton, und wenn man zurück wieder zieht, ja, kommt ein anderer Ton, ja. Aber das war bei diesem Akkordeon nicht der Fall, sondern es war immer derselbe Ton.
Und ich habe dann, gesagt, also was sind denn diese Knöpfe da auf der anderen Seite? Die Bassknöpfe, ja? Genau. Das sind die Bässe, ja. Ich musste ja die Bässe auch benutzen. Ich konnte ja nicht nur auf der rechten Seite eben diesen Schlager spielen, sondern ich musste das, die Begleitung dazu musste ich ja irgendwie bringen, ja. Dann hatte ich großes Glück, weil ich habe einen so eins von diesen Knöpfen, ja, habe ich gefunden. Da gab es, die war so eingebuchtet. Das ist das C, glaube ich. Ich habe auch mal Akkordeon gespielt. Vorbei. Ja. Und da habe ich gesagt, habe ich gedacht, das muss bestimmt C-Dur sein, ja. Und dann habe ich so abgeleitet die anderen eben Knöpfe und wenn ich nicht so ein gutes Gehör gehabt hätte, hätte ich das nicht geschafft. Keine, ja? Chance gehabt. Aber ich habe die Begleitung eben geschafft für dieses Lied. Und sie hat mich aufgenommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Frau Tschaikowska, ja, ganz genau wusste, dass ich nie Akkordeon gespielt habe. Aber sie hat meine Musikalität, das hat sie mitgekriegt, ja. Und hat ihnen damit, ja, das Leben gerettet. Und hat gesagt, hat sich wahrscheinlich gesagt, die wird das im Laufe der Zeit, wird sie das finden, wird sie das alles können, ja. Und dann hat sie mich aufgenommen in das Orchester. Das war mein Glück. Ja. Zu welchen Anlässen hat dieses Mädchenorchester gespielt in Auschwitz? Also wir haben erst mal gespielt morgens, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschiert sind. Ja. Die mussten dann mit unserer Musik, also es waren ja nur Märsche, oder, die wir gespielt haben, ja, mussten sie im Gleichschritt Marsch mussten sie laufen. Und das war für uns also eine ganz schlimme Sache, weil ich zum Beispiel wusste, ja, die gehen zu einer ganz schrecklichen Arbeit, ja, weil ich das ja vorher schon ertragen hatte, ja. Das war ganz schlimm. Die mussten also im Gleichschritt nach unserer Musik zu dieser schrecklichen Arbeit gehen. Das war schlimm. Ja. Noch schlimmer war wahrscheinlich, sie mussten ja, glaube ich, auch spielen, wenn neue Züge ankamen. Ja, ja, das hat die SS sich dann nachher einfallen lassen, ja, dass neue Züge kamen und dass vor allen Dingen neue Gleise gelegt wurden, die bis zu den Gaskammern reichte. Und nicht nur bis zum Krematorium und bis zu den Gaskammern reichte. Diese Gleise, ja. Und diese Züge, die auf diesen Gleisen ankamen, ja, da mussten wir am Tor stehen und mussten spielen, ja. Und die ganzen Menschen, die in diesen Zügen waren, aus ganz Europa, ja. Und wir wussten genau, dass diese Züge in die Gaskammer gehen. Ja. Das war für uns das Allerschlimmste. Also ich sage immer, das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ja. Weil es war so alles so aussichtslos. Ja. Man konnte nichts dagegen tun. Hinter uns stand die SS mit ihren Gewehren. Ja. Wenn wir nicht gespielt hätten, hätten sie uns abgeknallt, ja. Aber, man konnte auch nichts dagegen tun. Man konnte sie nicht warnen, die Menschen, die da ankamen. Das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, ja. Also wir haben mit Tränen in den Augen haben wir da gestanden und haben gespielt. Wie hält man sowas, ja, aus, Frau Becherano? Wie haben Sie das ausgehalten in so einem Moment? Man musste das aushalten, ja. Das
gab ja. Man wurde gezwungen dazu. Einige ja? Mädchen, die das nicht ausgehalten haben, glaube ich, ne? Die dann Selbstmord begangen ja. haben, auch damals. Ja. Die sind in den Elektrozaun leider, gerannt. Ja, furchtbar. Ja. Gab es irgendeinen konkreten Gedanken, der Sie am Leben gehalten hat damals? Ich habe immer gesagt, wir müssen das überleben. Ja. Ich habe immer gesagt, wir dürfen nicht schlapp machen. Ja. Ich habe das immer zu meinen Freundinnen gesagt, ja, mit denen ich zusammen nach Auschwitz gekommen bin. Ja. Ihr müsst es aushalten. Ja. Wir müssen das überleben. Wir müssen uns rächen, ja, an diesen schrecklichen Menschen, die sowas den anderen Menschen antun konnten. Wie viele Ihrer Freundinnen ja. haben überlebt, Frau Becher-Hanau? Ich weiß es nicht, wie viele, aber viele haben es nicht überlebt. Ja. Einige haben es überlebt. Ich habe sogar jetzt noch Kontakt mit einer Frau, die das überlebt hat, ja, und die auch sogar in diesem Orchester war, ja. Und ich habe noch einen Freund, der mit mir zusammen nach Auschwitz gekommen ist und der auch Auschwitz überlebt hat, ja. Das aber ganz wenige, ja. Ganz wenige haben das überlebt. Ja. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Zwangsarbeitern damals lag, glaube ich, bei 3 Monaten auch nur. Danach sind die meisten gestorben. Was ich nicht verstehe, Sie hatten nach 7 Monaten, hatten Sie die Gelegenheit, Auschwitz zu verlassen? Ja. Da wurde nämlich gesagt, dass Juden mit arischem Blut gesucht wurden, um in einem anderen Arbeitslager ja. zu arbeiten. Und Ihre Großmutter war Christin. Ja. Sie haben sich aber nicht gleich gemeldet. Warum nicht? Natürlich habe ich mich gleich gemeldet. Nee, Sie haben aber, glaube ich, erst noch Rücksprache gehalten mit Ihren Freunden. Naja, also ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will mit euch zusammenbleiben. Aber die haben dann, meine Freundinnen haben dann gesagt, du musst versuchen, aus Auschwitz rauszukommen, damit du später den Menschen erzählen kannst, was für schreckliche Verbrechen an uns begangen wurde. Das hat mich irgendwie überzeugt, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr meint, ja, dass ich das machen soll, dann tue ich das, ja. Und dann habe ich mich gemeldet, nicht? Wie lang war die Zeit zwischen Aufruf, bis Sie sich gemeldet haben? Weiß ich nicht mehr. 1-2 Nächte. Ja. Also drüber nachgedacht haben wahrscheinlich. Nö. Mit den Freunden gesprochen. Ich bin dann, es haben sich 70 Frauen gemeldet, ja, die sogenanntes arisches Blut in den Adern hatten. Und diese 70 Frauen sind dann aus Auschwitz rausgekommen und sind mit einem Zug nach Ravensbrück. Auch ein großes, schlimmes Konzentrationslager, aber zu der Zeit war es noch kein Vernichtungslager. Ja. Also es ging Ihnen später dann etwas besser. Später gab es dort auch Gaskammern, ja, und viele Leute sind auch dort vergast worden, ja. Aber am Anfang, als wir dorthin kamen, war es noch eben kein, also war es nur ein Konzentrationslager und kein Vernichtungslager. Als die Alliierten dann später näher rückten, 1945, da wurden sie gemeinsam mit anderen Lagerinsassen auf eine berüchtigten Todesmärsche geschickt. Wer ja. hinfiel, wurde erschossen. Sie haben es geschafft zu fliehen, zusammen mit Freundinnen. Wie haben Sie das hingekriegt? Es war so, dass wir gehört haben, dass ein SS-Mann hat zu einem anderen SS-Mann gesagt, es darf nicht mehr geschossen werden. Es war ja so, wer nicht mehr laufen konnte, wurde erschossen. Ja. Die Leute haben auf der Straße gelegen, tot. Ja. Das war eine furchtbare, ein ganz schrecklicher Anblick, ja, eine ganz furchtbare Sache. Ja. Und man war
natürlich hatte man immer Angst, dass ich bin die Nächste. Ja? Wer weiß, wie lange ich das noch aushalten kann? Wie lange kann ich noch so laufen? Wir waren ja sehr, sehr lange unterwegs, 5 Tage, 6 Tage, ja. Also ich hab einfach zu meinen Freundinnen gesagt, wo bringen die uns eigentlich hin, ja? Oder wo gehen wir eigentlich hin? Kein Mensch wusste, niemand von uns wusste, wohin dieser Transport geht, ja? Was machen die mit uns? Was wollen sie mit uns machen, ja? Und da wir da in Mecklenburg waren, ja, und auf dem Wege zur Ostsee, ja, haben wir natürlich gedacht, die wollen uns ertrinken dort, ja. Dann haben wir gesagt, ja, also in der nächsten Gelegenheit, wenn nicht mehr geschossen werden darf, ja, versuchen wir, von dieser Kolonne wegzukommen, ja. Und dann haben wir abgemacht, wir waren immer zu siebt in einer Reihe, ja. Und diese 7 Mädchen, das waren alles jüdische Mädchen, zum Teil auch solche, die ich schon aus Auschwitz, die mit mir zusammen nach Auschwitz gekommen sind, ja. Und die habe ich dann wieder getroffen auf diesem Todesmarsch. Und dann haben wir uns in einer Reihe, sind wir gegangen, das waren 7 Mädchen, ja. Und dann haben wir abgemacht, dass wenn wir durch einen Wald marschieren, ja, soll sich jeder einzeln hinter einem Baum verstecken, ja. Aber nicht gemeinsam, sondern immer einzeln, ja. Und das haben wir dann gemacht, ja. Jeder einzeln hat sich hinter einem Baum oder hinter einem Strauch versteckt. Und es hat geklappt. Ja. Und wir haben ja schon vorher in Ravensbrück, da gab es kommunistische Gefangene, die hatten ein Radio eingebaut, in der Zimmerdecke oder irgendwo haben sie das eingebaut und haben immer heimlich gehört, ja, was tut sich denn eigentlich da draußen, ja, wo sind denn die Russen, also ja? Wussten sie, die Alliierten sind auf dem Vormarsch, ja. Aber von den Alliierten wussten wir noch gar nichts. Wir wussten nur, dass die Russen ganz in der Nähe sind. Ja? Und wir haben gesagt, so, also, wir müssen weg von dort. Und das haben wir geschafft. Als wir dort, also ich wollte noch sagen, diese kommunistischen Frauen, die haben uns einen Tipp gegeben. Ja, die wussten, dass wir evakuiert werden, ja, also dass wir raus müssen aus diesem Lager, denn wenn die Russen kommen, dann wollen die Nazis natürlich nicht, dass man sieht, wie viele Gefangene sind in diesem Lager, ja, und da haben wir, also hat man uns gesagt, ihr müsst auf den Todesmarsch. Ja. Und auf diesem Todesmarsch haben wir dann uns abgemacht, dass wir eben nicht mit denen zusammen irgendwo hingehen. Ich weiß bis heute nicht, wohin diese Kolonne gegangen ist. Sie haben dann nach dem Krieg erfahren, dass Ihre Eltern tot sind, dass die umgebracht wurden. Vor 2 Jahren haben Sie erst erfahren, dass Ihre Schwester in Auschwitz gestorben ist. Ja. Sie haben vorher gedacht, sie sei an der Grenze zur Schweiz erschossen worden. Und haben damals für sich beschlossen, ich will raus aus Deutschland. Ich ziehe nach Israel nach dem Krieg.
wenn man sich ihren Lebensverlauf in Israel anschaut, dann klingt das ja erstmal alles ganz glücklich. Sie haben eine Gesangsausbildung gemacht, sie haben in einem tollen Chor gesungen, sie haben in dem Chor auch ihren Mann kennengelernt, den sie sehr geliebt haben, haben mit ihm zusammen zwei Kinder bekommen. Wie stark konnten Sie denn das verdrängen, was in Deutschland passiert war vorher? Ich habe das nie verdrängt. Ich habe es nie verdrängt. Das ist immer in meinem Kopf drin. Aber Sie haben lange nicht darüber gesprochen. Ich habe lange nicht darüber gesprochen. Ich wollte nicht darüber sprechen. Das einzige Mal, dass ich über diese ganzen schrecklichen Dinge, die ich erlebt habe, ja, habe ich einmal meiner Schwester, ja, die schon in Palästina war, ja, ihr und ihrem Mann habe ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag mit meiner Freundin gemeinsam habe ich erzählt. Ja. Da haben wir also erzählt, was uns passiert ist und wie schrecklich das war und wie furchtbar. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Ich will nicht mehr. Was haben Sie denn gesagt, wenn Ihr Mann oder Ihre Kinder nachgefragt haben? Ja, aber die haben eben nicht nachgefragt. Weil das war so, dass mein Mann wollte mich nicht damit belasten. Ja? Der wusste ganz viel durch Bücher, er hat ganz, ganz viel gelesen über Auschwitz und er wusste, dass ich in Auschwitz war, ja, aber er wollte einfach keine Fragen stellen, ja, und ich wollte meinen Kindern auch nichts erzählen, weil ich sie nicht belasten wollte, ja, also ich habe meinen Kindern gar nichts erzählt, meinem Mann habe ich auch nichts erzählt, ich wollte einfach nicht. Erst als man mich gebeten hat, ja, und ich konfrontiert wurde mit Neonazis, ja, da habe ich gesagt, so, jetzt ist meine Zeit gekommen. Das war dann später in Deutschland, da sprechen wir dann auch noch drüber, dass Sie überhaupt aus Israel wieder weggegangen sind. Das erstaunt ja erstmal, wenn man Ihre Lebensgeschichte hört. Das hängt aber damit zusammen, dass sowohl Sie als auch Ihr Mann zwei Menschen mit ausgesprochenem Gerechtigkeitsgefühl sind, mit großem politischen Gewissen sind. Sie haben sich daran gestört, wie die Palästinenser behandelt werden in Israel. Ihr Mann war überzeugter Pazifist. Er hat gesagt, ich will nicht in den Krieg ziehen müssen gegen die Palästinenser. Im Sinai-Krieg wurde er, glaube ich, herangezogen damals und wollte es nicht. Kriegsdienstverweigerung gab es aber nicht in Israel. Wer von Ihnen beiden hat zuerst gesagt, lass uns nach Deutschland zurückgehen? Es gab keinen anderen Ausweg. Ja? Ich konnte nicht in ein anderes Land gehen, ja? Mit einer ganzen Familie. Man muss doch da Geld haben, man muss doch wissen, wie kann man dort leben. Ja? Wie ist es möglich, wenn man keine Hilfe bekommt, ja, dann kann man in einem anderen Land, in dem man noch nicht mal die Sprache kennt, ja, kann man einfach nicht leben. Und ich habe gesagt, wenn wir in Israel nicht mehr leben können, ja, weil mein Mann sonst eben in den Knast gewandert wäre, wenn er nicht in den Krieg gezogen wäre. Also wir hatten überhaupt gar keinen anderen Ausweg. Wir mussten weg. Dann ja. In ein Land, wo ich die Sprache zumindest kenne. Ja, wir mussten, ja. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ich bin Deutsche, ich bin deutschsprachig, ja. Und ich kenne mich aus in Deutschland nur. Ich gehe nach Deutschland mit einer Bedingung. Ja, ich will nicht mehr in diese Städte ziehen,
in denen ich früher mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt habe. Das hätte ich nicht ausgehalten. Und wir haben in Israel, als wir schon noch in Israel waren, ja, da haben wir Freunde gehabt, die sind vor uns aus Israel weggegangen, nach Hamburg. Das waren Hamburger, die in Hamburg geboren waren, ja. Und die haben uns immer Briefe geschrieben, haben geschrieben, es gibt keine Nazis mehr und es ist ganz wunderbar und Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Kommt doch nach Hamburg. Ja. Dann haben wir gesagt, gut, okay, wir fahren nach Hamburg. Ja. Dort haben wir schon Freunde. Ja. Da haben wir schon ein Ehepaar, die dort gelebt haben. Ja. Mit Kindern auch. Und so ist das eben dann zustande gekommen. In ein anderes Land hätten wir nicht gehen können. Ja? Wir sind nach Deutschland gekommen, aus dem einfachen Grunde, weil ich auch als sogenannte Verfolgte des Nazi-Regimes ja, auch eine Wiedergutmachung bekommen habe. Ja? Und eine Ersthilfe. Ja, dass sie sich ein Leben hier aufbauen konnten. Ja. Das haben Sie ja dann auch gemacht. Ja, ja, Sie genau. Sie haben ganz viel gearbeitet. Sie hatten dann später eine Boutique gehabt, die Sie betrieben haben. Mhm. Und dann kam es zu diesem Vorfall 1974, den Sie angesprochen haben, dass nämlich die NPD einen Werbestand direkt vor ihrer Boutique aufgebaut hat. Sie sind rausgegangen, haben die angesprochen. Wie haben die reagiert? Naja gut, also das waren also Neonazis, ja. Die haben da also einen Tisch aufgestellt und ich bin rausgegangen und habe geguckt, was da auf dem Tisch liegt überhaupt. Wer ist das überhaupt, diese Leute, ja. Und da habe ich festgestellt, das ist die NPD. Ja. Und das hat mich also schockiert. Ja. Ich habe gesagt, was? Die dürfen hier ihre schrecklichen Dinge hier preisgeben und so weiter. Das geht doch nicht. Das ist unmöglich. Wie kann man sowas machen? Und ich habe gedacht, es gibt keine Nazis mehr hier. Ja. Und dann zum Schluss gab es dann auch noch die Polizei, die angekommen ist. Ja? Und die Polizisten haben sich vor die Nazis gestellt und haben die Nazis geschützt vor Demonstranten, die angekommen sind mit Transparenten, wo drauf gestanden hat, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja? Aber über die Nazis habe ich mich natürlich, über die Polizei habe ich mich natürlich wahnsinnig geärgert. Ja? Und dann bin ich zu einem von diesen Polizisten gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Wen schützen Sie hier? Ja? Sie schützen die Leute, die Deutschland ins Unglück gebracht haben. Diese Nazis, die schützen sie. Und mit Knüppeln gehen sie auf die Demonstranten los, ja? die gegen diese Nazis demonstrieren. Ja? Und da in welcher Welt leben sie? Da hat der zu mir gesagt, gehen Sie wieder in Ihre Boutique, sonst kriegen Sie noch einen Herzinfarkt. Ja? Und das hat mich noch mehr geärgert. Ja. Da war Ihnen klar, da jetzt ich kann ich den Mund nicht mehr halten. Jetzt muss ich mich politisch engagieren. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, also dann habe ich den so am Revers gepackt. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, lassen Sie mich sofort los. Ja. Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, dann werde ich Sie verhaften. Daraufhin hat ein anderer, ein Nazi, also einer von den Nazis, hat sich eingemischt und hat gesagt zu dem Polizisten, die Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, ja, weil sie war in Auschwitz. Und wenn sie in Auschwitz war, dann war sie eine Verbrecherin.
alle diejenigen, die in Auschwitz waren, waren also eingesperrt waren. Das waren alles Verbrecher. Ja. Und das hat mich, also da war ich fertig. Da habe ich gesagt, so, jetzt kann ich nicht mehr. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Nein, Sie jetzt haben kann ich nicht mehr. Sich politisch jetzt gehe ich zurück in meine Boutique, ja, und habe sofort angefangen, mein Buch zu schreiben. Ja. Und Sie haben sich bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes engagiert, ja. Sind heute noch Ehrenvorsitzende. Ja. Sie haben außerdem 1986 das Auschwitz-Komitee für die Bundesrepublik Deutschland mitbegründet, haben also eine ganze Menge Dinge gemacht, haben außerdem stark als Musikerin natürlich auf Musik gesetzt im Kampf gegen Rechts, seit 10 Jahren jetzt auf Hip-Hop mit der Microphone-Mafia zusammen. Aber ich hatte vorher auch noch andere Gruppen. Mit denen Sie gearbeitet haben. Ja, ich habe eine Gruppe gehabt. Meine erste Gruppe war die Gruppe Siebenschön. Ja, komischer Name, aber so haben die das genannt. Und mit dieser Gruppe bin ich nach Kanada eingeladen worden. Da gab es ein großes Festival, ein Jugendfestival. Da sind wir aufgetreten, ja. Dann kamen wir wieder zurück, sie sind dann auseinandergegangen, so wie das manchmal bei Musikern ist, ja. Die können sich nicht immer gut vertragen, ja. Und dann hat meine Tochter, Edna, hat eine Gruppe gegründet und die hieß Coincidence. Und ich habe wieder nach anderen Musikern gesucht, ja, damit ich wieder in einer anderen Gruppe auftreten kann. Dann hat meine Tochter zu mir gesagt, wozu musst du noch dir irgendwelche Musiker suchen? Komm doch zu uns, dann machen wir das gemeinsam. Dann haben wir gemeinsam die Coincidence gemacht. Da bin ich damit aufgetreten mit meiner Tochter. Ja, zum Schluss, also am Anfang war das eine Frauenband. Ja, es waren nur Frauen. Ja, aber dann nachher sind einige Frauen weggegangen und dann mussten wir ja irgendwie wieder einen Ersatz haben. Ja, und dann haben wir erstmal meinen Sohn, der ist dann mit in die Gruppe reingegangen als Bass, ja. Der hat ja Bassgitarre gespielt und später haben wir dann auch noch einen, der Geige gespielt hat, der hat auch, der war dann auch noch dabei und einer, der Cello gespielt hat. Also wir waren zum Schluss, waren wir 3 Männer und 2 Frauen, also Edna und ich als Sängerinnen. Ja. Dann kam die Microphone-Mafia. Wie war das für Sie, als plötzlich eine Hip-Hop-Gruppe bei Ihnen anrief und gesagt haben, Frau Bejarano, wollen Sie mit uns zusammen Musik machen? Wussten Sie denn, was Hip-Hop ist? Keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und auch war das eigentlich so, dass die sich mit meinem Sohn erstmal haben sie angerufen da miteinander. Und dann hat mein Sohn dann gesagt, er glaubt nicht, dass das geht, ja, also meine Mutter wird nicht mit irgendwelchen Rappern auftreten, das kann er sich einfach nicht vorstellen, ja. Ja, und dann war das aber so, dass diese Rapper gesagt haben, schickt doch uns mal eine CD, ja, mit den Liedern, die von Edna und Esther gesungen werden, ja. Wir werden darauf rappen, ja. Und vielleicht wird euch das ja überzeugen, ja.
Das haben wir dann gemacht. Also mein Sohn hat dann denen eine CD geschickt. Die haben auf die Lieder, die ich gesungen habe, ja, haben sie dann, oder die Edna auch gesungen hat, da haben sie also wunderbare Texte gemacht, ja. Und mich hat das fasziniert, ja, dass man also mit solchen Liedern, das waren ja meistens jiddische Lieder in der jiddischen Sprache oder Theodorakis oder irgendwelche Lieder, die Antikriegslieder zum Beispiel, die wir gesungen haben, ja. Und dann haben die so wunderbare Texte gemacht, ja. Und da hat Joram, also mein Sohn, dann gesagt, eure Texte sind wunderbar. Vielleicht könnt ihr ja meine Mutter überzeugen, ja. Ruft sie doch mal an, ja. Und da hat der Kutlu, ja, also einer von den Rappern, hat mich angerufen und hat gesagt, hallo, hier ist, mein Name ist Kutlu Yurtseven und ich bin von der Gruppe Microphone Mafia. Und da habe ich erst mal geschwiegen, weil ich konnte das überhaupt nicht begreifen, was das sein soll, ja. Und plötzlich, nach 2 Minuten oder 3 Minuten, der Kutlu hat schon gedacht, dass ich aufgelegt habe, ja. Aber das habe ich gar nicht. Und nach ein paar Minuten habe ich dann ganz laut ins Telefon gesprochen, warum ruft die Mafia mich an, ja. Und da haben die hat der gesagt, ja, wir sind doch nicht die Mafia, wir sind doch nur also eine Gruppe, wir nennen uns Microphone Mafia. Da habe ich gesagt, das ist ein ganz idiotischer Name, ja. Ein ganz blöder Name, ja. Ja, und was wollen sie denn eigentlich, ja? Ja, wir wollen mit ihnen zusammen etwas machen. Und es war damals eine Sache, dass wir gehört haben, dass in vielen Schulen irgendwelche CDs im Umlauf sind von diesen Nazis, ja, mit ganz schrecklichen Texten, ja, und die wollten etwas dem entgegen machen, ja, entgegenbringen, aber sie wussten nicht so genau, wie sie das machen sollen, ja. Und dann ist er an einem Tag, ist er dann zu mir gekommen, der wohnt in Köln, ja, ist er von Köln nach Hamburg gekommen und hat in Hamburg, habe ich gesagt, also ich möchte, dass meine ganze Familie da ist, ich will nicht, überfallen werden. Ich will nicht alleine das entscheiden, ja. Und da war meine Tochter noch dabei und mein Sohn. Und er kam dann an und dann hat er mir erstmal erklärt, was das heißt, rappen, ja. Und das, er hat auch gesagt, also das ist etwas, was die Jugend sehr mag, ja, dieses Rappen, ja. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man damit die Jugend erreichen, ja. Ich versuche das mal. Und es hat geklappt. Ja. Bis heute. Auch fürs Jahr 2020 sind schon einige Konzerte geplant. Ja. Vor 3 Jahren waren Sie sogar in Kuba auf Konzert. Ja, ja. Das war die weiteste, die Sie bisher. Ja, ich war in Kuba mit der Gruppe, also ganz wunderbar. Ja. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ja. Es ist eine Das ist eine Gruppe, die wirklich also auch antifaschistisch ist. Ja, die haben alle antifaschistische Ideen und alles. Also wir passen sehr gut zusammen. Ja? Also ich mit meiner Geschichte. Und es ist so, dass wir immer, bevor wir ein Konzert machen, ich immer eine Lesung mache. Ja. Und
Der Kutlu erzählt dann immer über das, was sie erlebt haben, ja, weil die haben ja auch vieles erlebt. Das sind Menschen nicht nur aus verschiedenen Generationen, sondern auch mit Migrationshintergrund. Also genau. Aus verschiedenen Ländern, ja, verschiedene genau. Religionen, die bei ihnen in der Gruppe ja. zusammenkommen. Und wir sind, als wir noch vollständig waren, ja, da gab es einen Italiener, ja, einen Türken, der Joram und ich, ja, und Edna, ja, also wir waren also Israelis, ja, und dann eben also drei Generationen auf der Bühne, ja, und drei Religionen auf der Bühne, ja, also Juden, Christen und Moslems, ja. Und das hat mich irgendwie angetönt, ja. Da habe ich gesagt, oh, das ist doch eine tolle Sache, ja. Da kann man den Leuten mal erklären, ja, oder erzählen, wie gut man miteinander auskommen kann, wenn man es nur will, ja. Und darum habe ich dann gesagt, also, ich mache das. Als wir uns vor 7 Jahren zum letzten Mal unterhalten haben, da war die politische Landschaft in Deutschland noch eine andere. Da ja. gab es die AfD noch nicht in ihrer heutigen Form. Mhm. Die bürgerlichen Parteien hatten noch nicht solche erdrutschartigen Verluste erlitten ja. wie heute. Wie sehr hat sich Deutschland in diesen 7 Jahren in Ihren Augen verändert? Sehr verändert, ja. Es hat sich sehr verändert und ich muss ehrlich sagen, also ich hätte das nie geglaubt, ja. Ich hätte nie gedacht, ja, dass noch mal so etwas kommen kann, ja. Dass da Nazis auf der Straße schreien können und Hitlergrüße schreien und alles Mögliche, ja. Das hätte ich nie gedacht, ja. Wie sehr macht Ihnen das Angst, was Sie beobachten? Bitte? Wie sehr macht Ihnen das Angst, was Sie beobachten? Das ist eben das Schlimme, ja. Also ich sehe da ziemlich schwarz, ja. Wenn die Regierung sich nicht endlich mal darum kümmert, ja, dass keine Nazis mehr hier rumlaufen dürfen, ja, und dass überhaupt diese ganze, also dieser Rassismus, ja, und dieser Faschismus, der wieder aufkommt, ja, wenn sie nicht irgendetwas finden, was das wieder irgendwie normalisiert, das ganze Leben, ja, dann sehe ich sehr schwarz. Weil nicht nur in Deutschland ist es so, es ist in der ganzen Welt so, ja. Und das beunruhigt mich sehr. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei, ja. Super. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, wenn die Regierung nichts dagegen tut, dann müssen die Menschen, alle Menschen müssen etwas dagegen tun. Wir haben einen Kapitalismus, ja, hier. Der Kapitalismus erzieht die Menschen zum Egoismus, ja. Alle wollen sie immer nur noch mehr haben, ja. Die wollen nichts abgeben von dem, was sie haben, ja. Sie haben Angst, dass irgendwelche Ausländer hierher kommen und uns ausbeuten, ja. Es ist eine Katastrophe, was sich hier tut. Und wenn man nicht dagegen angeht, ja, und man nicht sagt, jeder Einzelne sich nicht sagt, so kann es nicht weitergehen, ja. Und wenn man wieder anfängt zu schweigen über das, was jetzt passiert, dann sehe ich sehr schwarz, ja. Was für ein Deutschland wünschen Sie sich denn für sich und für Ihre Enkel
und ihre Kinder, die hier leben? Ich wünsche mir natürlich Frieden, erstmal, ja. Denn was ich so sehe, ja, mit diesem ganzen Waffenhandel und alles, was sich so tut, um den Waffenhandel herum, ja, dass man Waffen verkauft an irgendwelche Länder, in denen schon Krieg herrscht, und man nicht daran denkt, wie viele Menschen gehen da zugrunde, ja. Also wenn das nicht aufhört, ja, dann sehe ich schwarz. Ich weiß nicht, was man machen kann. Ich habe auch keine Ahnung, wie soll man das machen. Aber man kann doch etwas machen, indem man eben nicht mehr schweigt über diese Situation, die wir heute haben. Ja? Das ist das, was ich immer den Schülern in den Schulen sage. Ja? Ihr habt keine Schuld, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts darüber wissen wollt. Ja? Ihr dürft jetzt nicht schweigen. Ihr müsst dagegen angehen. Ja? Frau Bejarano, Sie tun das nach bestem Wissen und Gewissen. Sie kämpfen nach wie vor gegen das Unrecht und machen den Mund auf. Ich habe ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute haben. Ich ziehe das mal hinter meinem Rücken hervor. Und zwar ist es ein Buch eines großartigen Autors, den wir auch mal zu Gast in Leute hatten. Rafik Shami, nämlich der deutsch-syrische Autor. Hans signiert, eine Hand voller Sterne heißt es, und beschreibt unter anderem das Zusammenleben in einer Stadt, in der Menschen verschiedener Nationalitäten auf wundervoll friedfertige Art und Weise zusammenleben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen und Dankeschön. Alles Gute für Ihre Zukunft, für Ihre Musik, die Sie machen und für Ihr Engagement. Es gibt übrigens auch in Israel, gibt es so einen Anfang, ja, der Anfang ist schon ziemlich lange her, ja, aber es gibt Israelis und Palästinenser, die gemeinsam in einem Dorf zusammenleben und wunderbar harmonieren. Ja, das freut mich sehr. Es geht, wenn man nur möchte. Ja.